Hallo, liebe Freunde. Es ist wieder soweit. Ich stelle euch das Tierkreiszeichen, also das Sternzeichen Skorpion vor. Heute ist die Skorpionfrau erst einmal dran. Am 24. Oktober wechselt das Sternzeichen Waage in den Skorpion. Die im Sternzeichen Skorpion Geborene leben nach dem Motto Alles oder Nichts. Der Engel Barbier steht dem Skorpion zur Seite. Die Skorpionfrau zieht alles, was sie will, konsequent und ohne Kompromisse durch. Sie ist sich dessen auch bewusst. Allerdings liebt sie es, Macht über andere auszuüben. Mit großem Ehrgeiz und Perfektion lebt sie danach, und wenn etwas nicht nach ihrer Vorstellung ist, kann sie fuchsteufelswild werden, egal ob es sich um sie selbst oder andere handelt. Als Wasserzeichen ist sie ehrgeizig und willensstark. In der Liebe geht sie aufs Ganze. Hat sie sich für einen Partner entschieden, setzt sie ihren ganzen Charme ein, schnappt sich das Objekt der Begierde. Und dies mit großer Leidenschaft. Sex ist bei ihr so wichtig wie kaum bei einem anderen Sternzeichen. Ja, sie ist geheimnisvoll und erotisch. Um sie zu erobern, braucht man viel Mut und Selbstbewusstsein. Partner, die sich unterwerfen, die mag sie nicht. Der Eroberer sollte ihr unbedingt Paroli bieten. Im Beruflichen ist die Skorpionfrau sehr ehrgeizig und wählt häufig einen Beruf, der ein wenig speziell ist. Also nicht unbedingt ein weiblicher Beruf. Zum Beispiel Kriminologe, Detektiv oder ähnliches. Sie steht für Transformation und sucht dort ihre Herausforderung. Halbe Sachen interessieren sie nicht, sondern sie will sich im Beruf verwirklichen. Da geht sie mit viel Energie und Intensität vor. Mit viel Interesse, Talent und Ehrgeiz arbeitet sie im Bereich der Forschung, Kriminalität, aber auch im Medizinischen, als Ärztin oder Heilpraktikerin. In der Gesundheit verfügt die Skorpionfrau über große Energien und kann über sich hinauswachsen. Ihre Neigung zu Reinlichkeit und Bewusstsein stärken ihre Vitalität. Ihre Schwachstellen liegen im Darm und im Nierenbereich, und sie muss aufpassen vor Infektionskrankheiten und im Psychischen. Zusammenfassend ist festzustellen: Die Skorpionfrau trennt sich stark von Gegensätzen. Sie handelt nach dem Motto ganz oder gar nicht, richtig oder falsch. Realität und Macht bestimmen ihr Leben. So, das war die Skorpionfrau. Morgen werdet ihr erfahren, wie es um den Skorpionmann bestellt ist. Dieser Skorpionmann ist interessant. Hört es euch an. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Also, bis morgen. Eure Diria.